Hallo und willkommen zu einem neuen Update-Video. Montag, ja. Und zwar, gestern kam die Pre-Release 2 der 1.17 raus und heute gab es eine Ankündigung, die es in sich hatte. Denn, fangen wir mit der Ankündigung an, das Release-Datum steht fest. Ouyang, beziehungsweise Minecraft, hat es heute offiziell bestätigt. Es wird der 8.6. werden. Und das heißt, nächste Woche. Nächste Woche ist es soweit. Dann kommt die 1.17. Also der erste Teil von Caves and Cliffs. Und was es jetzt in der Pre-Release 2 gab, da gehen wir mal so ein bisschen durch. Es sind hauptsächlich ein paar Bugfixes. Und ja, das war eigentlich nichts Weltbewegendes. Während ich das mal so ein bisschen erzähle, machen wir mal eins. Ich gehe jetzt mal hier in den Spectator und eventuell steht irgendwo eine Seed-Nummer in irgendeiner Ecke. Ich weiß noch nicht welche. Ich fliege hier mal ein bisschen durch den Seed durch und erzähle euch mal dabei, was gefixt worden ist in der Pre-Release 2. Und zwar, die blühenden Azaleen hatten eine unintuitive ID. Keine Ahnung, was das heißt, das wurde gefixt. Dann die Explosionen von Ghasts konnten dazu führen, dass das Game freest, beziehungsweise dass das Game sogar abstürzt. Ja, also der Ghast an sich hatte durchaus die Möglichkeit, euren Rechner zum Absturz zu bringen, beziehungsweise das Spiel zum Absturz zu bringen. Dann gab es einen Bug, bei dem TNT mit einem verzauberten Schwert gepusht werden konnte. Also mit Knockback, wenn es Knockback hatte, konnte man TNT wegwerfen. Regelrecht. Finde ich eigentlich ganz nice. So für einen Fall der Fälle. Aber wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Okay. Slime und Magma Cubes haben nicht mit Eiern interagiert. Das heißt, ihr habt es nicht gejuckt, wenn ihr da wart. Alles wurscht. Oder auch gefixt. Dann ebenfalls im Nether gab es das Problem, dass Nether-Fossilien, also diese Fossilien halt, die Knochenblöcke, oberhalb vom Bedrock spawnen konnten. Und im Debug-Menü Unknown CPU wurde angezeigt. Auch ein kleiner Bug. Und wenn man sich von Schildern weggedreht hat, gab es auch den Bug, dass der Glowing-Text ja verschwunden ist. Das war's eigentlich. Ah ja, genau. Pfeile, die in Bambus oder in Tripstone, in Pointed Tripstone geschossen wurden, sind nicht mehr despawned. Das könnt ihr euch vorstellen, hat wahrscheinlich dann für die ein oder anderen Lecks führen können. Deutsch ist nicht wieder heute meine Stärke. Ich merke schon. Und ja, das Smooth Lightning hat nicht unter Wasser funktioniert. Das waren eigentlich so die Bugs, die gefixt wurden im Pre-Release 2. Wie gesagt, das Release-Datum steht fest. 8.6. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Gerne auch ein Abo, würde mir sehr helfen. Und dann noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.